Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir spielen heute wieder Wario Blast auf dem Game Boy. Diesmal sind wir in Level 7 angekommen. Es gibt leider keine neuen Items, die wir sammeln können, außer die 5, die wir schon haben. Und diesmal die Nachricht des Tages, Wario Beware Short Fused Bombs. Ja, die hatten wir schon. Abound again along with an Easter Egg. Could it contain a hidden password? Oh, da ist was Verstecktes drin in diesem Level. Da bin ich ja mal gespannt. Den Trick muss ich wahrscheinlich nachlesen, weil ich ihn nicht finde. Boah, die Musik ist echt nervig. Okay, die Bombs sind wirklich sehr short-fused. Gut, dass ich mit meinem Super-Furz-Motorrad über Hindernisse springen kann. Hier muss irgendwo Gegner sein. Wo ist denn hier ein Hidden Password? Die Blöcke irgendwie? Vier? Ne, weiß ich nicht. Könnten vier sein. Ah, mein Gegner, mein Wieder... Ah, mein... Oh, okay. Ja. Da war ich gerade kognitiv überfordert mit dem schnellen Wario, den kurzen Bomben und der Möglichkeit, um Kanten zu fahren. Da können wir uns ja erlauben. Continuous hinter endlos. Wo ist denn der Gegner? Da. Machen wir jetzt immer gleich direkt. Zack. Aha, der Ton. Die Musik ist echt fürchterlich. Das Haus, das Verrückte macht. Da. Ach, was halte ich mich hier eigentlich so lange auf? Ich springe jetzt einfach runter, gebe ihm auf die Nuss. Und ich spreng uns beide, weil ich nämlich wieder blöd weggefahren bin. Ah! Gut, was passiert jetzt? Wir machen es einfach normal. Jo. Was war das denn gerade? Da ist, sind ja... Nein, das will ich nicht. Die Short-Fused Bombs sind wirklich... Naja, er ist natürlich schon wieder krank, war klar. Nein, steck mich nicht an. Nimm das. Eine Bombe jetzt auch getan, aber... Ich wollte auch nur mal sicher gehen. Runde 7-2. Die Musik wird nicht besser. Oh, sehr schön, sehr schön. Wir können jetzt auch wieder die Bomben rum. Könnten theoretisch die Bomben rumkicken, wenn wir bis dahin überhaupt kommen. Nein, jetzt sind sie wieder beide krank. Ah! Bleib bloß da hinten. Ihr seid ansteckend. Geben aber nicht auf, die Jungs. Ja, okay, der eine hat schon aufgegeben. Die Riesenbomben sind gar nicht mal so gut, wenn ich mir das... Gut. Ich wollte gerade sagen, die Riesenbomben sind gar nicht so gut, wenn ich halt, wenn das Short Fuse halt wieder drin ist. Es fehlen ja leider so ein bisschen die Items, die man aus Super Bomberman kennt, dass man halt Fernzündung für seine Bomben hatte, also dass man selber entscheiden konnte, wann sie hochgehen. Das war auch immer sehr praktisch. Ich denke mal, das ließ sich nicht alles auf im Gameboy noch umsetzen. So wie es aussieht, war der ja mit der Level-Darstellung schon mehr als genug beschäftigt. Oh Gott, dieser Ton! Nein! Haha! Oh, zwei mit einem! Da gibt es leider keine Punkte für. Aber lustig war schon. Vor allem, was die eigene Bombe war, nicht mal meine. Okay. Jetzt nochmal gegen drei Gegner das Ganze mit Short Fused Bombs mit der Wahnsinnsmusik. Yay! Da-da-da! Nein.
gleich mal das Item weg. Oh, da, der erste ist schon... Nee, doch nicht. Ja! Hm. Clever, Kollege. Den hätten wir. Jajajajajajaj. Jetzt ist er schon wieder krank. Nein. Dann sammle ich erstmal Items. Und werde auch krank. Shit. Aber ich kann auch noch Bomben legen. Wieso macht er das denn? Ach, weil die klein sind. Hm. Gut, ich glaube, der Gegner ist mit den Short-Fused Bombs mehr überfordert als ich. Haha. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Nein! Ah. Yay. War nicht gut. Das muss besser gehen. Die einfache Variante. Ah, dieses Motorradgespringen ist ja... Nein, jetzt sind es wieder beide krank. Super. Komm, nimm die nächste Krankheit auch noch mit. Wechsel mal ein paar durch. Oh Gott, die Musik. Ich, na, jetzt habe ich auch... Jetzt... Nein, hör doch mal auf mit dem Scheiß. Mit den Short-Fused-Moms macht das Rumkicken gar nicht... gar nicht so einen Spaß, wollte ich sagen. Aufhören! Auch musikalisch. Aufhören! Sofort aufhören! Jetzt ist er auch schon wieder krank. Ah, schön. Wollte er die Bombe noch wegtreten und die kam immer wieder zurück. Da hätte ich mich auch geärgert. Es wird schon wieder Zeit für den Endgegner. Und ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Der Staubsauger letzte Runde war ja schon ein bisschen anspruchsvoller. Ein bisschen mehr Anforderungen, ein bisschen anspruchsvoller. Jetzt haben wir einen Ritter. Oh, der sieht böse aus. Aber er hat keine Beine. Das ist vielleicht unser Vorteil. Ich habe immerhin ein Motorrad. Und ich gehe gleich drauf. Ach, Short-Fused habe ich fast vergessen. Ach so, den muss man einfach nur so treffen. Gut. Ich dachte schon, wäre was Kompliziertes. Und dann muss er dafür auch erst hier mit seinem Schwert rotieren, da. Muss er anscheinend, okay. Gut, das ist ja nur das obligatorische Annäherungsspiel. Oh, der kann ganz schön was einstecken, habe ich das Gefühl. Eieieiei. Das war nicht so. Die Gegner werden wieder einfacher oder ändert er sich gleich noch, dass er das Schwert mal wirft oder so? Die Lanze. Oh. Kaum spricht man davon. Fängt er mit dem Scheiß an. Ich finde das lustig, dass das Schild sich auch so erschreckt. Okay. Das war irgendwie einfacher als Level 6. Der Boss von Level 7, der komische Ritter ohne Füße. Also der schwarze Ritter von Monty Python wahrscheinlich. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wir werden schon mal ein wenig gespoilert, was da kommt. Aber ich unterbreche hier trotzdem. Danke fürs Zuschauen.